Wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo, herzlich willkommen zu GTA 3, ein neues Projekt. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, 2002, so alt ist das Spiel. Also das ist ja schon Wahnsinn. Aber es kostet immer noch einen Zehner auf Steam. Was für so ein altes Spiel schon, was heißen will. Damit haben wir früher, oder ich zumindest, viele, viele, viele Stunden verbracht. Und nun hauen wir es mal rein wieder hier ins Let's Play-Gedönse. Also, ich habe ein paar Mods draufgezogen. Ich versuche euch die mal in die Beschreibung zu schreiben. Also so ein bisschen Widescreen-Fix und so. Also, sonst wäre das ja verzerrt hier. Deswegen haben wir hier diese schwarzen Balken. Und dann haben wir noch irgendeinen anderen Fix, der irgendwas anzeigen soll, dass die Symbole besser sind, aber dann macht's hier dauernd dieses Ü hier, beim Menü hier, sieht man's unten. Und wo sieht man's noch? Hier zurück zum Beispiel oder so, da ist so das Ü und das Ä und so weg. Aber ich glaube, da können wir drüber hinwegsehen. Wenn das denn dazu führt, dass wir ein bisschen bessere Sicht haben, nicht wahr? Freunde? Ja, und dann haben wir noch ein bisschen HD-Grafik reingemoddet und den Silent Patch natürlich, aber sonst nichts verändert, weil da soll ja alles so bleiben, wie es ist, nur ein bisschen schneeker aussehen, weil so wie damals wollen wir es ja nicht unbedingt spielen. Ich weiß gar nicht, was war das denn, 640p oder 800, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Freunde, wir starten einfach mal rein, neues Spiel und schauen einfach mal. Liberty City Bank. Wow, was für eine Grafik. Sorry, babe. I'm an ambitious girl. You're just small time. Oha. Sie hat uns reingelegt. Okay, wir sind also ein Knastbruder. Wer kennt die Geschichte nicht? Mann, ist das lange her. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Die Befreiungsaktion. Haha. So, um mich geht's da gar nicht, ne? Es geht nämlich um ihn hier, der Mafia-Boss. Und ich bin Kollateralschaden sozusagen. Wir werden aus Versehen freigelassen. Wie man sieht. So. Boom. So, und damit ist die Map geteilt, nicht wahr? Der erste Abschnitt für die ersten paar Missionen. So geht's nämlich los, Freunde. So, wir haben hier ein Feuerwerk und wir müssen jetzt hier flüchten, soweit ich weiß. Seine Hände sind im Eimer, alles klar. Oh, die Steuerung, okay. Let's go. Achso, Radio habe ich ausgemacht, übrigens. Für alle Fälle. Okay, okay. Wow, ist das schwammig. Oh, aber das ist cool. Oh, erinnert mich an früher. Yippie. Schön. Ich lenke hier so wild hin und her, um mich ein bisschen ans Auto zu gewöhnen. Also, das ist ja krass, das Fahrgefühl. Wenn man moderne Spiele gewöhnt ist. Kann man hier durch? Ja. Hier kann man durch. Da kann man durch. Schön. Ach, Handbremse. Was? Ah, okay. Handbremse geht auch. Leertaste.
Yippie. So, und somit sind wir ein gesuchter Schwerverbrecher. So, ah, das ist unser Zuhause. Jawohl. Hier wohnen wir. Also vorerst. Zack, Tür geht auf. Ja, genau, Klamotten her. Außerhalb einer Mission kannst du dein Spiel hier speichern. Jawohl. Und ein Fahrzeug abstellen. Ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Luigi. In guter alter GTA-Manier. Wir sind gerade aus dem Knast raus, aus Versehen. Und, oder wir waren noch nicht ganz drinne, sind geflohen. Und gleich geht's wieder um Jobs. Gleich wieder neue Jobs. Schön. So, hier müssen wir halten. Hier, diese Reklamebilder und so, ne? Die sind auch, da wurde die Grafik auch aufgehübscht von diesen ganzen Werbetafeln und so. Die sehen in echt ein wenig schwammiger aus, also in Original. So, da sind wir. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Alles klar, Bro. Ja, aber er tritt gegen die Tür, aber öffnen kann er sie mit der Hand. Was das alles für Holzköpfe sind. Also so eckige Köpfe. Und der. Alles klar, wir fangen mit den leichten Jobs an. Also, wir holen erstmal Misty ab vom Krankenhaus, was auch immer die da macht. So, Auto steht noch da, schön. Ja, ich feiere schon. Meine Güte. Wie kann ich hupen? Hier. Okay. Yippie. Oh, das macht Spaß, hier wieder durch die Gegend zu fahren. Schön. Hier lang, da lang. Oh, die Sprungchancen, genau. Die Sprünge, dafür gab es auch ein bisschen Kohle, ne? Wow. Weil ihr seht, kohletechnisch bin ich ein bisschen mau. Ungefähr auf Null. Ja. Okay. So, Misty, wo bist du? Hier bist du. Geht's alleine los? Ja. Manchmal muss man hupen, glaube ich. Aber die geht alleine los. Hi, Misty. How are you? Was? Halte die Num-1-Taste gedrückt und den Wagen sitzt nach links. Ach so, umschauen. Stimmt. Stimmt. Stimmt, da war doch was. Post 1. Ach so, C-Taste. Kann ich den... Wer schießt denn da? Oh, GTA 2-Style. Schaut euch das an. Okay, wir machen mal so, wie es war. Oh, nee, wir müssen noch einen weiter. Schön. Ach, das macht wieder Spaß, Freunde. GTA 3. Haben wir damals da Stunden verbracht mit... auf der PlayStation. Nee, ich hatte es damals schon auf PC. Das Ü fehlt. Mission F. 1,5 hat das gegeben. 1,5. Wollen wir denn schon speichern oder direkt weiter? Warum nicht ein Taxi ausleihen und dir damit erst Geld zu verdienen? Nee. Wir machen erstmal hier noch direkt noch eine, bevor wir speichern. Stimmt, hier müsste man immer speichern fahren, ne? Sonst was verloren, der wenn man abkratzt. Take it, man. There's a new guy on the street. Goes by the name of Spank. Some wise guy's been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Wow. Okay, schon geht's heiß her. Schon mitten im Drogenkrieg. Spank. Eine neue Droge, Spank. Geht was? Oh, da ist ein... der Baseballschläger. Momentchen, Freunde. Guck mal einer an. So. Wir müssen gerade mal einen bearbeiten gehen. Oh, die Karre sieht ja schon aus. Schadensmodell gab es ja damals auch schon, ne? Oh, war ja... Stimmt, das war ja die große Nummer in GTA, dieses Schadensmodell. So. Ne, wir müssen noch einen weiter, ne? Und den hier rein. Yippie. Manchmal musst du den Weg finden, die das Radar nicht zeigt. Okay.
Was geht mit ihm denn? Wow! Was ist mit ihm denn? Der dreht ja voll ab. So, hier muss ich rein. Ah, den müssen wir verkloppen. Okay. Okay, ich habe ihn überfahren. Entschuldigung. Ich sollte ihn verprügeln, aber habe ich nicht. Warum denn? Immer den einfachsten Weg, ne? Oh ja, Pain Spray muss ich jetzt. Ah, nee. Heißt das 8-Ball? Wie heißt das denn hier in GTA 3? Mal gucken. Stallion heißt das Auto. Oh, ich weiß noch, früher gab es diese Mission. Diese Nebenmission. Da musste man, war das am Hafen oder so? Musste man ein Auto von jeder Sorte sammeln. Da hätte man Geld für gekriegt. Und konnte den da verschiffen. Das war eine Aktion. Das haben wir komplett gemacht. Damals. Mein Bruder und ich zusammen. Victor! Mann, fahre ich vorsichtig. So. Weil das Auto. Die Fahrdynamik von dem Auto ist wirklich, also im Gegenteil zu dem anderen, komplett irre. Wo ist denn hier? Ah, hier. Fahre deinen Wagen in die Lackiererei, um dein Fahndungslevel los. Alles klar. Kostet dich 1000. Diesmal nix. Das will ich auch meinen. Ich habe ja gerade 1,5. No parking. Oh, seht ihr da die Schilder? Links am Pfeiler? Die sind auch aufgeklärt. Die waren ein bisschen wischiwaschi, glaube ich. Durch diese Mod. Oh, jetzt sehe ich nichts mehr. Da, die Schilder da. Panel Beating, Spray Repairs, Full Vehicle, bla. So, was muss ich jetzt machen? Jetzt habe ich überhaupt nicht gelesen, aber wir haben einen Punkt auf der Karte. Fahren wir jetzt mal hin. So. Ah. So. Weeby. Aber wir können doch irgendwo sogar nachgucken, was wir machen müssen. Ne? Ja, hier. Stell das Auto in Luigis Garage ab. Ach so, der will das Auto umlackiert haben und will das für sich behalten. Okay, ich hab ihn sozusagen verprügelt. Ich meine, ich glaube, er ist tot. Und dann habe ich sein Auto geklaut. Ich glaube, das verletzt ihn aber gar nicht mehr so dolle, dass er sein Auto jetzt weg ist. Fahr den Wagen rein, okay. Mann, es hat eng hier. Und raus mit mir. Bam, 4000. Mission erfüllt. Jo, ich habe die Mission erfüllt. So, jetzt sollte ich aber mal sparen. Kann ich den auch aus der Hand? Ah, ich kann auch aus der Hand legen. Da oben, die Hand. Also da, wo das Baseballschläger und die Hand angezeigt wird. Oben rechts. Ich glaube, da wurde die Grafik auch verfeinert. Aber da bin ich mir auch nicht sicher, weil ich habe natürlich keinen Vorher-Nachher... Stopp! Ich habe natürlich keinen Vorher-Nachher-Vergleich gemacht. Deswegen kann ich es so genau gar nicht sagen. So, wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Yippie! Ich wollte mal die Handbremse testen. Oh, der Taxi, genau. Taxi fahren sich generell super, ne? Jo, der hat ein super Handling. Ich meine, das sind nicht die schnellsten Autos, aber von Handling her sind die top. Oh nein. Ich wollte das doch gar nicht. Jo, die fahren sich top vom Handling her. Schön. Oh, wie habe ich das vermisst. Oh, da war ein Bulle. Direkt vor der Nase. Ups. So, wo wohne ich denn hier? Yippie! Und Rinder! Oh, der Taxi speichere ich mir hier mal weg. Zack. Zack. Oh, diese Animation ist herrlich. Und rein da! So, ja, ich habe schon einen Speicherstand. Ich habe das Spiel mal getestet, natürlich, bevor ich es aufgenommen habe. Den überschreibe ich aber glatt. Zack. So. Jetzt ist es später Abend. Au, oh, ein Lämpelein. Stimmt, das wurde, glaube ich, auch gemoddet. Dass die Lampen so, seht ihr das? Dass die Lampen so ein bisschen schimmerig und schummerig sind. Seht ihr das? Ich glaube, das war vorher auch nicht, dass sie so strahlen. Stehen bleiben! Achso, ich habe ja noch das Taxi, ne? Egal, wir nehmen jetzt mal den hier. Um den zu testen. Ach, schlechte Wahl. Das ist wirklich ein Schrottauto. Oh. Schön. Wir fahren wieder zu Luigi. Vorsicht, Vorsicht. Huben? Hier ist Huben. Auf dem Weg. So, Luigi, was hast du für uns? So, wir parken mal an der Straße. Schön gesittet. Zack, Rinder.
gucken, was Luigi... Misty und der Mafioso. Okay. Also wieder um Misty. Ja, talk to you later, man. Go away. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. This is your foot in the door. Der Slang ist cool, der Sprachslang. This is the foot in the door. Alles klar, ich muss Misty zu einem Stammkunden bringen, offensichtlich. Und das ist der Fuß in der Tür. Also ich bin praktisch schon hier im Business. So, was ist da denn? Wo ist Misty denn hier? Hier? Misty! Ich habe auch ein tolles Auto hier vorbereitet für dich. Komm mal her. Was soll ich? Hupen. Ah, hup, hup. Komm raus da. Oh, ist die gechillt. Lauf. Lauf, Mäuschen. Schneller, schneller. Huh? You're walking for a legion now, ne? Ja, ja. Ich steige voll ein hier ins dicke Business, ins Luigi-Business. So, wir fahren zum Beispiel Joey. Joey heißt der, glaube ich, ne? Rotlichtbezirk. Jo, das passt. So, wie fahren wir denn? Wie fahren wir denn? Ich glaube, wir fahren einmal hier. Wow! Da hätten wir fast die U-Bahn genommen. So, einmal hier, einmal da. Vorsicht. Die Umgebungsgeräusche sind auch so laut, oder? Lass mich mal gerade schauen. Kann man da irgendwas? Das ist die SFX. SFX. Okay, man kann sonst nichts einstellen. Okay. Da gibt es separat nichts, nur ein Regler. Okay, dann müssen wir es wohl so hinnehmen. So. Yippie! So, da sind wir schon. Warte mal, wo muss ich denn? Ah, hier, guck mal. Joey's Auto Painting, alles klar. Oh, ich gehe mit rein. Warum? Ach stimmt, für den mache ich später auch noch Jobs, oder? Ich glaube, für den mache ich später auch noch Jobs. War das nicht so? Mal gucken. Joey! Am I gonna get to play with your big ends again? I'll be with you in a minute, Sparkplug. Sparkplug? Hey, Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Er hat Sparkplug gesagt. Das ist eine Zündkerze, glaube ich, ne? Ein Tausender fürs Bringen. Schon wieder erfüllt. Ich habe die Mission erfüllt. So. Komm, wir machen Risiko, ne? Vielleicht sterben wir ja nicht. Wir machen einfach gleich direkt hier bei Joey weiter. Ach, mit Uhrzeit. Okay, also geht nur tagsüber. Es ist mitten in der Nacht. Okay, alles klar. Vielleicht sollten wir dann zu Luigi fahren, aber dann können wir auch direkt speichern, weil Luigi ist ja direkt am Speicherort. Direkt an meiner Hut. Und dieses komische Auto loswerden. Ich mag diesen... Das fährt echt blöd. Oh, ein Bus. Ich will den Bus. So. Schön gesittet einsteigen. Fahrkarte ziehen. Jetzt steigt der Busfahrer aus. Das fand ich damals schon lustig. Lustig ist, wenn jetzt der Busfahrer sein Auto wieder haben will, das passiert ja manchmal, dann schmeißen sie dich auch wieder raus. Dann steigt der auch so gesittet ein. Und dann steige ich so gesittet aus. Ach ja. Hey! Die Animation im Bus ist schon etwas seltsam gelöst. Ah! Ihr seht schon, Busfahrer ist nicht so meine... komm schon! Ja! Warum nehme ich auch einen Bus? Na, ich will die Autos mal wieder fahren. Ich will mal ein bisschen testen. Wisch da Bescheid. Nee, Luigi nicht. Erstmal speichern. Weiterfahren. Zur Seite. Oh, wir passen da drunter her. Guck mal. Jawollo. So, mobile Straßensperre. Ich fahr doch nicht mit dem Bus da hinten rauf. So, da müsste ja mein Taxi noch drin sein. Das nehme ich gleich. Erstmal speichern. Oh, so bin ich schneller, ne? Erstmal speichern. Yippie. Warte, kann man da reingucken? Oh, guck mal. Ein Herd, Mikrowelle, Waschmaschine
Matratze, Fernseher. Mehr braucht man nicht. Das ist alles, was man braucht. Ganz klare Sache. Zack. So, und ja, okay. 20 Minuten sind voll. Freunde, wir fahren gleich zu Luigi in der nächsten Folge. Macht's gut, Freunde. Und vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.